Ja, und ein weiteres neues Projekt auf meinem Kanal. Desolate. Ein Survival-Aufbau-Horror-Game soll das sein. Wir gucken uns das mal an. Also, ist kein angeschaut. Oder ist es ein angeschaut? Also, wenn wir sagen, ist ein angeschaut, dann ist es kein Early Access angeschaut, weil das Game ist offiziell jetzt draußen. Man kann es alleine spielen oder in der Community. Prolog verbinden in duelle Anpassung. Muss ich den Prolog extra spielen? Schauen wir uns das mal an. Natürlich, wie immer, vergessen Timer. We did it, Donald. We did it. Victor, are you okay? Everything's fine, Donna. Everything's perfect. You need to get out of there. Quickly. I'll use the sensors to try and help you. Be careful. I beg you. So, Timer läuft. Neue Aufgabe. Es lebe das neue Licht. Okay. Ich habe es geschafft. Es war ein langer Weg zum Ziel, zum Traum. Endlich werden alle meine Schöpfungen sehen. Sie wird den Planeten verwandeln, die Menschheit verändern und die Andersdenkenden. Für sie wird es in der neuen Welt keinen Platz geben. Das Verwaltungszimmer verlassen. Kann man hier irgendwas anklicken? Moment. Das sieht nicht so aus. Wie Fäuste. Ach so. Ich habe nur Fäuste und der Kreis Ausdauer. Alles klar. Oh. Haben wir irgendwo eine Taschenlampe? Ja, haben wir. Das ist ja cool. Kann ich ja aufmachen? Nein. Gucken. Oh, da geht es ja wirklich weiter. Ich habe gedacht, das ist nur ein Raum, den man eventuell looten kann. Dann gehen wir erstmal zurück. Victor, I can see you clearly now on the map of the complex. There are blockages ahead of you and no way around. You'll have to get through them. Du wirst sie überwinden müssen. Ich nehme an, da müssen wir jetzt hier lang. Ja, zurückgeklopft. Springen, ja, das weiß ich doch. Habe ich schon rausbekommen, mein Freund.
Der gleiche Raum. Ne. Oder? Doch. Hä? Wir sind da eben eine Etage tiefer gegangen. Jetzt bin ich verwirrt. Drüber springen können wir nicht. Oh nö, echt? Da kommst du nicht drüber. Ja, ja, ich weiß. Quatsch, nicht C. Und sagst du immer Ducken auf C. Was ist das denn für ein Kappes hier? Sind wir nicht. Hey, wie sind wir denn daneben gegangen? Something strange here. What do you mean? Wait a minute. I see it. Don't go near it. But what is it, Donna? I've never seen anything like it. Judging by the sensors, this entity emits electromagnetic waves. It could be extremely dangerous. Go around it, but throw something from far away first to figure out how far its effect can reach. Und nun? Ein Stein in einem Bruch werfen. Ja. Was für ein Bruch denn jetzt? Vor allen Dingen, wo kriege ich hier einen Stein her? Ich wollte gerade sagen, wir müssen irgendwo rausgekommen sein. Sind wir wieder hier hinten? Kann ich hier irgendwas öffnen? Ich kann nicht näher ran.
Räucherkännchen. Rucksack. Panzerung. Okay, waren doch da scheinbar hinten richtig. Müssen wir rausfinden, was die da genau von uns wollen. Ein Glück scheint die Taschenlampe unendlich Strom zu haben. Ach, hallo die Gosch. Wo kriege ich denn jetzt einen Stein her? Steinwurf. Mittlere Maustaste. Weitergehen. Ach, jetzt ist die Tür offen. Donna, Subject 47 is here. Can you hear it? Hear it and see it. Do you have any idea what this means? Do you remember how they react to living beings? I'm looking for a way to defend myself in case I run into them on the way out. Don't worry. Weitergehen, okay. Hey! Wir haben unsere erste Waffe. Was bist denn du da? Eine Ratte. Victor, the door is blocked. Give me 5 seconds. Done. Was? Okay. I feel bad. Devil only knows why. Doesn't look like I'm wounded. That's what I was afraid of. 1 second. There's a dining room ahead of you, followed by several airmail terminals. Head that way. I'll send a first aid kit to Terminal 5 for you. Just hurry. Rohrpost. Wo finde ich denn jetzt die Rohrpost? You're there. Terminal 5, Victor. Yeah. 1 second. Ach da, ein 5. Da-da-da-dam. So. Den Verbandskanz nehmen die Wunden. Nutzen eh. Ah, that's much better. Time to keep moving. Weitergehen. Welche Tür? Ja, würde ich mal sagen. Haha, ach so, hier. Denke ich zumindest. They'll
they find me. My own employees of my own conglomerate. Shooting me in the head? God, I need to get to the other side. Mit Taschenlampe aus. Wo geht's denn hier raus? Wo geht's hier? Kommt da wieder? Sich vorbeischleichen. Okay. Oh. Oh. Das sind ja mehrere. Wow. Stop! I spotted movement up ahead. It's subject 47. Of all the... Can you go around? No. This is the only way. Well, I guess there's no other choice. I'm going to have to kill it. Just be careful. Please. Wo muss ich hin? Sich um Objekt 57 kümmern. 47. Das war doch oben wieder, ne? Ah, müssen wir echt zurück. Mann, du kannst hier echt nicht drüber schauen. Was? Denn hier für ein Kappes? Komm, mein Freund, lauf mal. Da müssen wir von da gekommen sein, jawohl. Es ist auf einmal so dunkel hier. Ich hab gedacht, du bist 47. Nee, von hier sind wir gekommen. Ja, kann man auch nichts aufmachen. Was bitteschön ist jetzt Subjekt 47? Wir können hier irgendwie eine Tür öffnen.
Fenster einschlagen geht nicht. Oh, Kühlschrank können wir durchsuchen. Ist bloß nichts drin. Warum kann ich das Messer nicht aufnehmen? Ja, jetzt fühle ich mich viel besser. Wir haben Trockentücher. Schokolade. Ich denke mal, das kommt noch. Ich denke mal, wir müssen an den beiden erstmal vorbei. Aber hier geht's doch nicht weiter. Ach. I heard you. You seem to be okay. Where to next, Donald? One second. All right. There's a door here. It's locked. I don't have access to it. How can we get you out? Wait, let me think. There's gotta be an emergency generator. You need to start it up to get the door open. I don't remember that area. What's there? Behind the door? Freedom, Victor. Eine Energiezellengenerator einfüllen. Wo krieg ich die denn jetzt her? Ah. Nehmen wir mal die doch. Über die Brücke gehen und den Fahrstuhl betreten. I did it. I had to. It's my destiny. Of course, they think the worst has already happened to them. How wrong they are. Ja, das war dann wohl der Prolog. Und damit verabschiede ich mich dann für den heutigen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch neugierig auf mehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst den Daumen hoch nicht oder einen Kommentar zu schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr momentan von dem Game haltet. Also dieser erste Eindruck jetzt hier. Und bis dahin sage ich dann Arrivederci, winke winke und goodbye, euer dein Aiden Croft.